In diesem Video geht es jetzt über Spektrophotometrie. Spektrophotometrie. Photometrie. Das klingt erstmal ziemlich kompliziert, aber eigentlich ist es ein ziemlich einfaches und auch ein geniales Prinzip. Nehmen wir an, wir haben zwei Lösungen. Wir haben hier diese Bechergläser. Da sind zwei Lösungen drin, eins und zwei. Diese zwei Reagenzgläser haben zwei Lösungen, Lösung 1 und Lösung Nummer 2. Nehmen wir mal an, in der Lösung 1 ist jetzt weniger gelöst als in der Lösung 2. Das ist so die Wasserlinie oben. Und das male ich jetzt mal in Gelb ein. Das hat also weniger hier drin. Ich mache das mal als Pünktchen. Nee, Moment, ich schraffiere das mal. Hier ist also weniger drin und in der Lösung 2 ist also mehr von dieser Lösung drin. Und ich strichle das jetzt mal ein bisschen intensiver. Das soll bedeuten, die Konzentration ist hier höher. Wir haben also hier eine höhere Konzentration in dem Reagenzglas 2 hier drin. Und hier links in dem Glas 1 haben wir eine niedrigere Konzentration. Was passiert jetzt hier? Wenn wir hier Licht durchschicken, wenn wir da eine Lichtquelle anlegen. Wir schicken da Licht von einer bestimmten Wellenlänge durch und wir nehmen einfach mal an, das ist eine Wellenlänge, die sehr empfindlich ist für diese Lösung hier. Also nehmen wir mal an, ich habe hier ein Licht von einer bestimmten Intensität. Das ist das hineingeschickte Licht oder die hineingeschickte Lichtintensität. IO. Und was passiert jetzt, wenn das Licht auf der anderen Seite wieder rauskommt? Ein Teil des Lichtes wird absorbiert. Also Licht von einer bestimmten Frequenz wird durch die Lösung in dem Reagenzglas absorbiert und auf der anderen Seite kommt ein wenig weniger Licht dann eben heraus, weil einfach das Licht von den Molekülen, die darin gelöst sind, absorbiert wird. Also kommt auf der anderen Seite von dem Becherglas kommt weniger Licht raus. Ich nenne das jetzt mal I1. Das ist also links. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir auf der rechten Seite die gleiche Menge an Licht da hineinstrahlen, also auch wieder I0. Das soll jetzt ein Pfeil sein. Ich mache es mal ein bisschen schöner. Ich schicke also hier die gleiche Menge an Licht wie auf der linken Seite durch dieses Reagenzglas. Was passiert jetzt? Ich habe ja eine höhere Konzentration hier drin und deswegen wird auch mehr Licht absorbiert werden. Anders gesagt, die Photonen werden auf mehr Moleküle draufstoßen, weil ich eine höhere Konzentration habe. Und deswegen ist die Intensität, die hier rauskommt, die Intensität I2, wird niedriger sein als I1. Wird also weniger Licht rauskommen. Also I2 wird also geringer als I1 sein. Ich denke, das ist ja recht sinnvoll, das werdet ihr auch verstehen. Ihr müsst euch einfach vorstellen, das Licht stößt einfach an mehr Moleküle dann und wird einfach mehr absorbiert und deswegen kommt am Ende dann einfach weniger Rauch raus. Und das Gleiche würde übrigens passieren, wenn dieses Reagenzglas einfach dicker wäre. Das male ich euch jetzt mal hier hin. Ich habe jetzt also ein drittes Reagenzglas. Das ist doppelt so dick und ist die gleiche Konzentration drin von dieser Lösung. Wir nennen das also das Reagenzglas Nummer 3 und wir haben die gleiche Konzentration hier drin. Also mache ich hier, schraffiere ich das wieder in Gelb, genauso wie vorher auch. Und ich schicke hier auch wieder Licht durch. Und stellt euch einfach vor, es ist ein Licht von der bestimmten Frequenz, was die einfach sehr, sehr gut ist, um das zu absorbieren. Und auf der anderen Seite kommt dann wieder Licht raus. Das nennen wir dann mal I3 hier. Was passiert also hier? Wir haben die gleiche Konzentration, aber das Licht muss ja eine längere Strecke hier durchwandern, wird also gegen mehr Moleküle stoßen und wird also mehr absorbiert werden, also wird am Ende weniger rauskommen. Also wird I3 wird noch kleiner als I2 sein. Und wird also so sein, I3 wird am kleinsten sein, I2 ist in der Mitte und I1 wird am größten sein.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, du schaust auf der anderen Seite da eben rein, das soll dein Auge sein, das hier wäre am hellsten, hier würde am meisten Licht in dein Auge hineinkommen und hier unten wäre es am dunkelsten. Und das ist ja wirklich sinnvoll. Wenn du wenig löst, wird wenig absorbiert. Wenn du eine Menge absorbierst und das Ganze durch ein dickes Besserglas schickst, dann wirst du kaum noch was sehen. Und hier in der Mitte, da oben bei I2, wird es so in der Mitte sein, weil das Becherglas dünner ist. Und das ist auch das, so das Prinzip von der Spektrophotometrie. Und jetzt können wir diese Information von dem Licht, also das Licht, wie viel absorbiert wird, um rauszufinden, wie eigentlich die Konzentration eben ist von einer Lösung. Und bevor wir das machen, muss ich euch noch ein Beispiel zeigen. Und im nächsten Video zeige ich euch das dann auch noch genauer. Und jetzt geht es darum, kann man das Ganze auch in Formeln letztendlich fassen. Diese Verhältnisse zwischen I0 und I1 und so weiter. Probieren wir das mal. Dazu müssen wir mal ein paar Dinge definieren. Das erste ist die Transmittenz. Und die Leute haben das so definiert, ja gut, das ist das Verhältnis zwischen dem, was rauskommt und dem, was ich reingeschickt habe. Also ist die Transmittenz, die T ist gleich das, was am Ende rauskommt. Also zum Beispiel hier oben, die ist I1, die Menge, die rauskommt, geteilt durch dem, was ich reingeschickt habe. Und hier bei Beispiel 2 wäre es I2 geteilt durch I0. Und das ist also das, was rauskommt, das I2. I2, wissen wir auch, dass I2 kleiner als I1 ist, hat also eine niedrigere Transmittenz. Also T1 wird kleiner als T2 sein und T3 wird nochmal kleiner als T2 und T1 sein. Das ist nämlich T3 geteilt durch T0. Die kleinste Zahl ist T3, dann kommt T2, dann kommt T1. Und ja, eine andere Definition. Und das ist ja schon relativ einfach, die Transmittenz. Das kann man einfach ableiten aus dem Verhältnis. Und ein anderer Begriff in dem Kontext ist die Absorbenz. Und es ist sozusagen genau das Gegenteil. Die Absorbenz ist sozusagen, wie viel wird weggenommen. Also es ist das Gegenteil. Wenn du viel Transmittenz hast, hast du wenig absorbiert und umgekehrt. Wenn viel absorbiert wird, hast du eine geringe Transmittenz. Das ist folgendermaßen definiert. Die Absorbenz ist der negative Logarithmus der Transmittenz. Und zwar, das ist der 10er Logarithmus. Wir könnten es auch so sehen. Das ist der negative Logarithmus von dem Licht, was rauskommt, also dem I, was transmittiert wird, also IT geteilt durch I0. Das I0 ist das Licht, was ich reinschicke. Wenn Transmittenz ist groß ist, ist die Absorbenz niedrig und umgekehrt auch. Wenn viel Licht rauskommt, ist wenig absorbiert worden und umgekehrt. Wenn wenig Licht rauskommt, ist viel absorbiert worden. Und die Transmittenz wäre sozusagen dann gering. Und was auch wichtig in dem Zusammenhang ist, ist das Lambert-Beer-Gesetz. Das werden wir uns im nächsten Video nochmal genauer anschauen. Das ist das Beer-Lambert-Gesetz. Ich kenne jetzt die Geschichte nicht ganz genau. Also es war sicherlich jemand, der Bär heißt. Aber manchmal denke ich mir immer, das war jemand, der Licht durch Bier durchgeschickt hat. Naja, jedenfalls heißt es das Bär-Lambert-Gesetz. Im Deutschen auch das Lambert-Beersche-Gesetz. Und es sieht so aus, dass nämlich die Absorbenz, die Absorption nennt man es auf Deutsch auch, ist proportional zur Pfadlänge. Wie lange also das Licht da durchgewandert ist, ist also proportional zur Länge mal der Konzentration von dem Stoff. Wir können natürlich hier auch Molarität einsetzen, das ist ja äquivalent zur Konzentration. Wir können es auch so schreiben: Die Absorbenz ist gleich, es ist eine Konstante und die hängt einfach von dem Stoff ab, der da gelöst ist.
Das ist also eine Konstante mal der Länge mal der Konzentration von dem Stoff. Um das mal klar zu machen, das C ist also die Konzentration von dem Stoff, den wir untersuchen. Und warum ist das jetzt so super wichtig? Kann ich euch jetzt zeigen. Stellen wir uns mal vor, nehmen wir an, wir haben eine Lösung mit einer bekannten Konzentration. Nehmen wir an, wir haben hier eine XY-Achse, das ist die X-Achse. Hier messe ich die Konzentration von dem Stoff, das ist die Konzentrationsachse. Konzentration auf der X-Achse, beispielsweise die Molarität, fängt immer mit 0 an, dann habe ich 0,1, 0,2, 0,3. Und auf der Y-Achse, da habe ich die Absorption. Auf der Y-Achse, hier habe ich die Absorption. Einfach so mit A. Nehmen wir mal an, wir haben also eine Lösung und da kennen wir die Konzentration. Nehmen wir mal an, es ist eine 0,1 molare Konzentration. Und jetzt messe ich da die Absorption und nehmen wir mal an, die Absorption ist, naja, eine niedrige Konzentration, sagen wir mal, irgendeine Zahl ist, sagen wir mal, 0,25 ist die Absorption. Gut, nehmen wir an, jetzt nehmen wir eine andere bekannte Konzentration, das ist die 0,2 molare Konzentration und dort habe ich eine Absorption von, Moment, ich mache es mal in einer anderen Farbe, sagen wir 0,5, okay, 0,25 und 0,5. Und wir wissen ja, das ist ja eine lineare Kurve. Wir können also für jede Konzentration auch eine Absorption bestimmen, denn es würde ja alles genau auf einer Linie auch liegen. Das ist eine lineare Gleichung. Und es sind ja Konstanten, die Länge ist konstant, Epsilon ist konstant, also hängt die Absorption einfach konstant von der Konzentration ab. Warum ist das eigentlich so sinnvoll? Jetzt stellen wir uns mal vor, nehmen wir an, ich habe beispielsweise zwei bekannte Konzentrationen, dann habe ich zwei Absorptionen und wenn ich weiß, es ist ein linearer Zusammenhang, dann kann ich einfach diese Linie hier zeichnen und ich weiß, dass alle anderen Punkte auch auf dieser Linie liegen. Jetzt könnte ich beispielsweise, wenn ich eine unbekannte Konzentration habe, nehmen wir an, ich habe hier eine Absorption von, sagen wir mal, 0,4. Jetzt gehe ich einfach hier rüber auf der Linie und kann sagen, ja, okay, dann muss die Konzentration irgendwo, was auch immer, was für eine Zahl hier unten rauskommt. Du kannst das mathematisch machen oder du kannst das grafisch machen. Also es wird irgendwo etwas unter 0,2 sein. Das zeige ich euch nochmal genauer dann auch in dem nächsten Video.